Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Die Sonne strahlt vom knallblauen Himmel. Kit hat auf Cabrio-Modus geschaltet und fährt Michael und seinen weiblichen Gast zur Feier des schönen Tages mal mit offenem Verdeck am Wasser spazieren. Die Lufttemperatur beträgt 34,3 Grad Celsius, das Wasser hat 22,71 Grad Celsius. Der Wind kommt mit 6,789 Knoten aus Südwesten. Diese Daten sprechen dafür... Schon kapiert, Kit. Du meinst, heute wäre genau das richtige Wetter zum Segeln. Oder um sich einen äußerst schmerzhaften Sonnenbrand zu holen. Mein Hautscanner zeigt mir, dass Karen lange keine direkten Sonneneinstrahlungen mehr ausgesetzt gewesen ist. Ich empfehle einen Sonnenschutzfaktor von 20 oder höher. Diesem Auto entgeht wohl überhaupt nichts. Erzählte dir morgens eigentlich auch, ob du gut genug rasiert bist? Nur, wenn ich auf dem Weg zu einem wichtigen Termin bin, kann das schon vorkommen. Und er hält leider nicht viel von einem Drei-Tage-Bart. Er meint, er stünde ja auch jeden Morgen glatt poliert vor meiner Tür. Sind seine Scanner eigentlich auf ständige Überwachung programmiert, oder? Karen, ich dachte heute keine Fachgespräche mehr. Der Mensch braucht mal eine Pause zwischendurch, okay? Okay, tut mir leid, dass ich so neugierig bin. Aber das ist eine Vorbedingung, wenn man sein Doktorat in Kriminologie bekommen will. Aber ich werde dich schon auseinandernehmen, Kit. Also wenn ich so etwas höre, rollt mir ein Schauer übers Blech. Nur die Ruhe, Partner. Karen hat von Devon das Okay für ihre Doktorarbeit, deine Ausrüstung und deine Leistungsfähigkeit genau zu studieren. Allerdings nicht heute. Außerdem hat sie sehr zarte Hände. Danke. Ihr Wort ins Ohr, meine Erbauer. Apropos Uhr, da kommt gerade ein Telefongespräch. Devon auf Leitung 1. Devon, ich lausche. Tut mir sehr leid, dass ich störe, Michael. Aber es ist von äußerster Dringlichkeit. Ich habe schon geahnt, dass Sie sowas sagen würden. Dann verderben Sie mir mal den Nachmittag. Vor weniger als einer Stunde, als der Commissioner zu einer Routineinspektion im Staatsgefängnis war, haben zwei Schwerverbrecher eine Wache erschossen und sind mit dem Wagen des Commissioners geflohen. Na, Mahlzeit. Aber was hat die Foundation damit zu tun, Devon? Das ist doch wohl eher ein Fall für die Staatspolizei. Einer der Ausbrecher ist Jeffrey Kavanagh. Jetzt klingelt's. Ein ganz übler Bruder. Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Als Kavanagh und sein Zellenkumpan Lukas das letzte Mal gesehen wurden, waren sie auf dem Weg in ihrer Richtung, Michael. Mit anderen Worten, übernehmen Sie den Fall, Michael. Sagte ich das nicht? Doch, doch. Eben. Viel Glück. Danke, ich melde mich wieder. Karen, ich setze dich jetzt lieber irgendwo ab. Diese beiden Ausbrecher sind zwei Männer, denen du bestimmt nicht im Dunkeln begegnen möchtest. Aber es ist doch heller Tag, Michael. Oh. Ich habe nur noch 4 Tage Zeit, um meine Recherchen zu beenden. Ich meine, was soll ich dem Chef der Abteilung denn sagen? Als es gefährlich wurde, bin ich lieber aufs Klo gegangen. Michael, ich steige unter keinen Umständen aus. Naja, zarte Hände und ein Dickkopf. Was für eine Kombination. Also gut, unter der Bedingung bin ich einverstanden. Hm. Unter welcher Bedingung? Dass du unter keinen Umständen aussteigst. Was auch immer passiert, du bleibst in Kit sitzen. Ohne Ausnahme. Einverstanden. Okay. Jetzt sind wir dran, Partner. Mach das Verdeck zu. Die Fahrt in die Sommerfrische ist vorbei. Sofort, Michael. Als erstes kling dich mal in den Polizeicomputer ein und frag höflich nach der letzten bekannten Position des Fluchtfahrzeugs. Das wird dir helfen, den Wagen zu finden. Sofort, Michael. Michael, dieses Land ist mit einem Wirrwarr von Straßen und Freeways überzogen. Millionen von Autos sind in diesem Moment unterwegs. Willst du behaupten, Kit könnte... Wart's ab! Das Fahrzeug wurde zuletzt am Washington Drive gesehen. Dann bog es Richtung Osten ab zum Soledad Canyon. Such jede Fluchtroute raus, die Kavanagh nehmen könnte, Kit. Dann gib mir den wahrscheinlichsten Punkt, wo wir ihn abfangen können. Michael, ich hab den Fluchtwagen. Das ist ja unglaublich.
Kit kann tatsächlich feststellen, welches von diesen unzähligen Autos Kavanagh fährt? Nein, das kann er nicht. Aber auch er merkt, dass es nur einen Wagen gibt, der mit 180 durch die Stadt brettert. Hinterher, Kit! Im Fluchtwagen ist unterdessen die Stimmung leicht gereizt. Mann, Kavanagh, wie lange dauert es denn noch, bis wir zu dem Treffpunkt kommen, von dem du die ganze Zeit gequatscht hast? Lucas, ich hab dich rausgeholt. Und jetzt tu du mir einen Gefallen. Halt die Schnauze. Gib mir das Funkgerät. Lass lieber beide Hände am Steuer. Gib mir das Funkgerät. Bitte. Hallo Seevogel, hier ist Kavanagh. Wahrscheinliche Ankunftszeit in circa 45 Sekunden. Bist du da? Bin bereit zum Rendezvous. Kommt nur rein. Wir sind gleich da. Ende. Hier, Lukas, nimm. Listen. Was ist denn jetzt schon wieder los, Mann? Guck mal in den Rückspiegel. Der Wagen hinter uns. Der schwarze Trans Am. Und? Ich kenne ihn gut. Zu gut. Halsbrecherischer Fahrt steuert Kavanagh den Cadillac auf ein weitläufiges Industriegelände mit gewaltigen Tanks. Kit ist ihm dicht auf den Fersen. Nein, Kit. Nachher macht er eine Rolle in einem der Tanks. Und ich weiß nicht, was drin ist. Sehr gut. Bis zum Rand. Das müssen wir ja nun nicht haben. Doch schnell steckt der Caddy sowieso in der Sackgasse. Kavanagh springt heraus und eröffnet das Feuer. Deckung! Keine Angst, Karen. Kit ist kugelsicher. Also nach meiner Zählung dürfte der Mann jetzt keine Patrone mehr haben, Michael. Schnappen wir sie uns, Partner. Du rührst dich nicht vom Fleck, Karen. Lucas ist schnell gefasst. Aber Kavanagh nutzt seine Chance und flieht. Als Michael ihn fast erreicht hat, springt der Ausbrecher plötzlich in einen Hubschrauber, der hinter einem der Tanks schon auf ihn gewartet hat. Über Funk wendet Michael sich sofort an Kit. Wie stehen die Chancen, den Helikopter runterzuholen, Kit? Negativ, Michael. Er ist hinter den Tanks und außerhalb meiner Reichweite. Verdammt! Wenig später sitzt Kavanagh im Arbeitszimmer des Geschäftsführers eines privaten Yachtclubs. Vor ihm auf dem Tisch steht ein kühler Drink. Ihm gegenüber hat sich ein seriös gekleideter Mann niedergelassen, den Kavanagh gut zu kennen scheint. Julian Martin. $300.000, eine neue Identität, Reisepass, Flugticket nach Paraguay. So war die Abmachung. Ja. Für 3 Monate im Knast. Du hast mich aber über ein Jahr in dem Höllenloch schmoren lassen, Julian. Und das wird dich einiges kosten. Chef, was soll ich dazu sagen? Ich hatte den Richter schon in der Tasche. Wer konnte denn ahnen, dass ich ihn so schnell an ein Beerdigungsinstitut verliere? Das war höhere Gewalt. Ich konnte wirklich nichts tun. Ach, lass mich doch in Ruhe mit diesem Bullshit. Ich kannte Julian Martin schon, als er noch Julio Martinez hieß und keine Arbeitserlaubnis hatte. Erinnerst du dich? Als er wegen einer 6er-Packung Bier einen Supermarkt überfiel und dachte, er hätte jetzt das große Ding gedreht. Also versuch nicht, mich zu linken. Jeff, ich würde doch niemals... So? Würdest du nicht? Warum hast du dich dann in Schweigen gehüllt, bis ich damit drohte, zum Bezirksstaatsanwalt zu gehen? Ich hätte ein Gnadengesuch einreichen können und wäre frei gewesen bei all dem, was ich über dich weiß. Und das kann ich immer noch tun. Eine stramme Million, Julian. Das ist der Deal. Du undankbares kleines Schwein. Wenn ich nicht gewesen wäre, würdest du immer noch in der Gosse nach dem großen Geld buddeln. Du bist ganz schön frech für einen Typ, der auch noch alles vermurkst hat. Wovon redest du? Von deinem Freund Michael Knight. Es hat mich 2 Jahre gekostet, um ihn mir vom Hals zu schaffen. Du bist gerade 2 Stunden aus dem Knast und schleppst ihn schon wieder hier an. Das ist dein Problem, Julian. Ich betrachte die 300.000 hier als Anzahlung.
Besorg den Rest bis heute Abend. Du Genie. Die Banken sind schon geschlossen fürs Wochenende und eine Million habe ich auch nicht unterm Kopfkissen. Ich kümmere mich um Neid, aber du setzt keinen Fuß hier raus, bevor er nicht tot ist. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ein Anruf von mir und mein Freund schickt ein Paket mit allen Unterlagen an den Bezirksstaatsanwalt Julian. Das wäre dein Ende. Ich kann dich mit einem Fingerschnippen erledigen. Und eine Million in den Wind schreiben? Du bist ein bisschen dumm, Jeff. Aber so dumm auch wieder nicht. Auf diesem Grundstück bist du vorläufig sicher. Denn wenn du jetzt hochgenommen wirst, dann sind wir beide dran. Im Hauptquartier erstattet Michael dem Leiter der Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen Bericht. Der Hubschrauber hat mir Kavanagh sozusagen aus den Händen gerissen, Devin. Da steckt eine Menge mehr dahinter, als dass nur ein paar schwere Jungs über den Zaun geklettert sind. Die Flucht war perfekt organisiert. Michael hat recht. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Kavanagh muss sich einige gute Kontakte aufgebaut haben, während er hinter Gittern saß. Ich glaube, die hatte er auch schon vorher. Lassen Sie uns mal seine Akte überprüfen. Vielleicht finden wir was. Ein Hinweis. Ein Namen. Vor der Foundation steht Kit in der Sonne und wartet. Da kratzen plötzlich Hundepfoten an der Fahrertür. Ein Hund? Würden Sie bitte Ihre Pfoten von meiner Tür nehmen? Waldi, geh spielen. Ich habe nicht die Absicht, deinen Flöhen Zuflucht in meinen Polstern zu gewähren. Wo ist denn der kleine, süße Wauwi? Komm mal her zu Onkel Morten. Ich habe ein feines Stück Fleisch für dich. Ja, wo ist er denn? Jetzt verstehe ich. Ein Hundefänger. Ach, und du möchtest nicht in einem Versuchslabor enden unter diesen Umständen? Hüpf rein. Wo ist der blöde Köter denn bloß? Ich hab doch genau gesehen, dass er hier reingelaufen ist. Daneben nicht. Die Luft ist rein, wenn ich so sagen darf. Aber bitte mach keine Gewohnheit daraus. Meine automatische Innenraumreinigung ist nicht auf Pfotenabdrücke programmiert. Ja, das ist er. Julian Martin. Vor 2 Jahren waren Kavanagh und er die dicksten Freunde. Aber seitdem ist Martin in die Maske des vorbildlichen Bürgers und ehrenhaften Geschäftsmannes geschlüpft und hat dafür gesorgt, dass absolut nichts seine mühsam geputzten Hände beschmutzt. Warum sollte er ein derartiges Risiko eingehen und einen Taugenichts wie Kavanagh aus dem Gefängnis holen? Vielleicht hatte er keine andere Wahl. Der Mann, den Kavanagh damals umgebracht hat, war Buchhalter. Erinnern Sie sich? Er hatte ein paar von Martins dubiosen Läden verpfiffen. Er behauptete, dort würde für das Syndikat Geld gewaschen. Wahrscheinlich hat Kavanagh in Martins Auftrag gehandelt. Aber wir konnten nie genug Beweise finden, um den Mann im Hintergrund zu überführen. Das ist ein guter Ansatz, Michael. In den Akten steht, dass der Staatsanwalt gezwungen war, die Anklage wegen Mangel an Beweisen fallen zu lassen. Es könnte tatsächlich etwas miteinander zu tun haben. Aber noch ist es eine reine Theorie, Michael. Was wir brauchen, sind hieb- und stichfeste Beweise, um die Geschworenen zu überzeugen. Na klar. Und freundlicherweise hat Martin uns gerade eine Möglichkeit gezeigt, wie wir sie bekommen können. In den Akten steht auch, dass Julian Martin Geschäftsführer des explosiven Yachtclubs Royal Marina ist. Mit Karen macht Michael sich auf den Weg dorthin. Sie halten in einiger Entfernung vom Haupteingang. Ziemlich edles Gemäuer. Wahrscheinlich ist es hier so üblich, dass man sein Boot wegschmeißt, wenn es einmal nass geworden ist. Das schien mir etwas übertrieben, Michael. Wieso? Du kommst auch auf den Müll, wenn dein Aschenbecher voll ist. Da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass Sie nicht rauchen. Ich fürchte jedenfalls, dass man in diesem Club nur als Mensch gilt, wenn man Mitglied ist. Eine kleine Spende von mindestens $10,000 im Jahr muss natürlich erstmal den Weg ebnen. Da haben Sie leider ausnahmsweise vollkommen recht, Michael. Über das Ausnahmsweise reden wir nochmal, Kumpel. Und wie willst du da reinkommen? Durch den Haupteingang. Blätter uns doch mal Ihre Mitgliederkartei auf, Kit. Sofort, Michael. Okay. Setz meinen Namen zwischen King und Courtner ein. Jetzt
sind Sie ordentliches Mitglied, Michael. Das war die Lektion, wie spare ich 10.000. Kein schlechter Trick. Kit, spitz die Scanner, während ich drin bin. Ich möchte keine unliebsame Überraschung erleben. Und du, Karen... Rührst dich nicht komplett, ich weiß. Bis gleich. Wird auch vorsichtig genug sein, Kit? Für einen Menschen besitzt Michael ein erstaunliches Maß an logischem Denkvermögen. Er wird vorsichtig sein. Im Club findet gerade eine Bademodeschau statt. Julian Martin sitzt mit dem Bezirksabgeordneten zusammen, während die Mannequins immer vor ihren Plätzen einige Extradrehungen machen. Ja, und schauen Sie sich dieses Modell an. Hm. Es ist die Kleine, von der ich Ihnen erzählt habe, Herr Abgeordneter. Aha, ein sehr hübsches Kind. Sagen Sie, was ist eigentlich dran an diesen Gerüchten über Bohrrechte vor der Küste? Wenn diese Bereiche für die kommerzielle Ausbeutung freigegeben würden... Aber Julian, Sie wissen doch, meine Kommission kann Ihre Objektivität in dieser Sache nicht aufs Spiel setzen. Natürlich nicht. Aber Sie wissen auch, dass von einer gesunden Wirtschaft jeder Bürger profitiert. Mr. Martin. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, Herr Abgeordneter. Sicher. Was ist los? Sehen Sie mal, wer da drüben kommt. Michael, nein. Was macht er hier? Meine Leute suchen ihn überall. Er hat Ihnen die Mühe erspart. Finden Sie heraus, wie er an der Wache vorbeigekommen ist. Sofort, Boss. Mr. Knight. Julian Martin. Ich weiß nicht, wie Sie hier hereingekommen sind, Knight, aber ich weiß, dass es jetzt Zeit für Sie ist zu gehen. Sobald Sie mir gesagt haben, wo ich Kavanaugh finde. Kavanaugh? Kavanaugh? Kommt mir nicht bekannt vor. Oh, hören Sie auf damit, Martin. Ich weiß, dass Sie ihn aus dem Gefängnis geholt haben. Und ich weiß sogar, warum. Jeffrey Kavanaugh? Ja, wissen Sie... Danke, ich möchte es gar nicht wissen. Entschuldigen Sie mich jetzt. Kein Problem, Herr Abgeordneter. Ich habe das in einer Minute bereinigt. Genau. Große Wäsche ist doch Ihre Spezialität, Martin. Bei der Verhandlung gegen Kavanaugh vor 2 Jahren sind Sie auch blitzsauber davongekommen. Aber diesmal werde ich nicht locker lassen, bis Ihr Hals in der Mangel steckt. Sein Name steht auf der Mitgliederliste. Offen gesagt, Martin, der Gedanke, zu einem Club zu gehören, in dem Sie auch Mitglied sind, dreht mir den Magen um. Wiedersehen. Beenden Sie seine Mitgliedschaft, Snyder. So einfach ist das nicht, Mr. Martin. Und wenn Sie Neid kriegen wollen, müssen Sie auch seinen Wagen ausschalten. Und der gilt als unbesiegbar. Er muss einen schwachen Punkt haben. Finden Sie ihn. Michael steigt wieder zu Karen ins Auto und fährt los. Schalt mal eine Verbindung zu Devin, Partner. Michael, irgendwelche Fortschritte? Kann man sagen. Ich habe bei Martin den Finger in die Wunde gelegt und er hat sofort aufgeschrien. Er hat also was zu verbergen. Und das heißt Kavanaugh. Die Frage ist nur, wo. Ich brauche die Adressen von allen Firmen, die Martin betreibt. Er hat eine Menge Briefkastenfirmen, Michael. Es kann einige Zeit dauern. Bonnie wird sich sofort dran setzen. Ich melde mich. Es tut mir wirklich leid, Karen, dass du in all das hineingezogen wirst. Es tut dir leid? Machst du Witze, Michael? Mit dem, was ich bisher erlebt habe, kann ich schon locker 2 Doktorarbeiten schreiben. Aber ich glaube, für heute reicht es mir. Na, mir auch. Ich setze dich zu Hause ab. Hm. Es wird sowieso nicht mehr viel passieren, bevor ich nicht die Daten von Devin bekomme. Fein. Ich mache nämlich die besten Pizzas der Stadt. Interessiert? Gib mir den direkten Kurs in Ihr Privatlokal, Partner. Am gleichen Abend in Julian Martins Haus. Haben Sie einen Weg gefunden, wie wir Knight kriegen, Snyder? Gleich 2. Diese beiden Mädchen. Sie heißen Bonnie Barstow und Karen Forrester. Mit der einen arbeitet er, mit der anderen spielt er. Am nächsten Morgen ist Michael bei Karen schon wieder zum Frühstück eingeladen.
Duftet das gut. Espresso? Nach gestern Abend, glaube ich, fangen wir heute Morgen lieber hellwach an. Pizza zum Abendbrot, Espresso zum Frühstück. Du müsst in einem früheren Leben mal Italienerin gewesen sein. In diesem Leben? Ich habe fast ein Jahr in Rom gelebt. Es war dort sehr schön. Karen, ich glaube, es gibt eine Seite an dir, von der ich noch überhaupt nichts weiß. Eigentlich nicht. Italienische Polizeibehörden haben eine Menge Erfahrung mit Terrorismus. Ich habe ihre Techniken studiert. Ein erfahrenes Mädchen. Aber man braucht auch mal eine Pause. Von der Arbeit. Und was macht man in der Pause? Schlafen, lesen, essen. Flirten. Flirten. Das ist gemein. Ich gehe nicht ran. Es könnte für mich sein. Dann geh du ran. Hallo? Da sind Sie ja, Michael. Ich hatte einige Probleme, Sie zu erreichen. Julian Martin hat gerade angerufen. Ach nee. Er möchte Sie sofort sehen. Ich fürchte allerdings, die Daten, die Sie erbeten haben, stehen noch nicht zur Verfügung. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht mehr, Devin. Im Yachtclub sitzt Julian Martin gerade beim Frühstück, als Michael eintrifft. Mr. Knight, setzen Sie sich. Was möchten Sie haben? Das Essen hier ist vorzüglich. Ich sehe es gern, wenn neue Mitglieder bei uns verwöhnt werden. Martin, kommen Sie auf den Punkt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Sie hatten genug Zeit, als Sie mich gestern vor dem Bezirksabgeordneten bloßgestellt haben. Das war Ihr Tag. Heute ist mein. In der Zeitung fällt mir immer wieder mal eine dieser hässlichen Geschichten auf. Mord, Entführung, Erpressung. Und dann handelt sie auch noch von jemandem, den ich kenne. Ja, ich arbeite gerade an so einer Story. Überschrift: Julian Martin überführt. Werfen Sie heute mal einen Blick in die Abendzeitung. Die Überschrift dort wird sein: Studentin entführt. Ich glaube, ihr Name war Karen Forrest? Du mieses, dreckiges, kleines Schwein, du! Echt doch, Mr. Knight. Oder Sie haben ein Loch im Bauch und ich weiß nicht, ob Ihnen das steht. Sie können mich hier nicht erschießen. Wenn Sie mich angreifen, kann ich es. Ich mache noch was ganz anderes mit Ihnen, wenn Sie Karen irgendwas tun. Es wird keinen Ort auf dieser Erde geben, wo Sie sich dann noch verstecken können. Und falls Sie glauben sollten, dass Sie mich mit einer Entführung zum Schweigen bringen, dann irren Sie sich gewaltig. Sie geben mir damit nur noch einen Grund, weiterzumachen. Beruhigen Sie sich. Es war nur ein Gerücht. Der Fehler liegt wahrscheinlich bei mir. Mit Kavanaugh sind das schon zwei Fehler. Und ich werde sie für beide an die Wand nageln, Mister. Kurz darauf trifft Michael in Karens Apartment ein. Dort sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Mit Kits Hilfe, der vor der Tür steht, sucht Michael nach brauchbaren Spuren. Karen muss sich wild gewehrt haben. Ich möchte eine vollständige Übersicht des Tatorts. Da ist ein Handabdruck auf der Fensterscheibe. Sehr schön. Lass einen Abgleich laufen. Fang mit Martin, Snyder und Kavanaugh an. Ich brauche so viele Indizien, wie es geht. Was ist denn das hier, Partner? Irgendeine Schmiere, Michael. Scheint keinen natürlichen Ursprung zu haben. Es ist wahrscheinlich nichts Wichtiges. Vielleicht aber auch nicht. Mach eine chemische Analyse. Es könnte eine Spur sein, wohin Sie Karen verschleppt haben. Karen wird unterdessen von Snyder zu Martin gebracht. Sie ist gefesselt. Tut mir leid, Miss Forrester, aber für diese Unbequemlichkeit können Sie sich bei Ihrem Freund bedanken. Ich werde ihn von Ihnen grüßen. Wo ist eigentlich Kevin, ne? Es heißt, er hätte telefoniert und wäre dann weggefahren. Er kann überall sein. Jeffrey und ich kennen uns schon lange. Ich wette, unter den gegebenen Umständen ist er bei dem Freund, der die Beweise hat, die ihm sein Leben erhalten. Was wollen Sie unternehmen, Mr. Martin? Lassen Sie von Ihrer Freundin bei der Telefongesellschaft den Anruf verfolgen. Ich brauche seine Adresse. Zur gleichen Zeit trifft sich Kavanaugh tatsächlich mit dem Menschen, der ihm am nächsten steht. Allerdings vorsichtshalber mitten in der Stadt. Jodie, Baby. Jeffrey. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich dich wirklich im Arm halte. Jeffrey. Oh, ich habe immer gewusst, dass du wieder rauskommen würdest und wir zusammen sein würden. Das Warten ist vorbei, Jodie. Sobald Julian gezahlt hat, verschwinden wir von hier. Hier verschwinden?
Davon redest du, seitdem wir Kinder waren. Ich habe dir immer geglaubt und ich tue es noch heute. Ich habe es ja auch immer ernst gemeint. Und jetzt haben wir die Mäuse, um es wahrzumachen. Hast du alles gepackt? Meine Koffer stehen seit 20 Jahren bereit. Ist mit den Sachen alles in Ordnung? Sie liegen im Kofferraum. Ich überprüfe es jeden Monat, wenn ich die Parkplatzmiete bezahle. Wirst du sie Julien im Tausch gegen die Millionen geben? Bist du verrückt? Er legt mich sofort um, wenn er das jemals in die Hände kriegt. Ich muss jetzt gehen. Ich bin zu nervös. Tut mir leid. Ich liebe dich, Jeffrey. Ich liebe dich auch, Baby. Michael hat sich über Autotelefon sofort mit Devin in Verbindung gesetzt. Karen entführt? Das ist keine besonders gute Nachricht. Ich hätte diese Möglichkeit voraussehen müssen. Haben Sie schon die Behörden informiert, Michael? Nein. Ich denke, das sollten wir vorläufig noch lassen. Ich möchte nicht, dass Martin sich plötzlich gezwungen sieht, sie zu töten. Haben Sie irgendeine Spur, wo sie sein könnte? Kit hat ein paar Dinge gefunden. Schon was Neues, Partner? Ja, Michael. Der Handabdruck gehört Snyder, Martins Leibwächter. Die schmierige Substanz ist eine Art Lack. Ich bin immer noch dabei, die chemische Zusammensetzung aufzuschlüsseln. Ich überspiele Ihnen jetzt die Daten über Martins Firmen. Vielleicht hilft das. Hoffen wir es. Ich habe Karen damit reingezogen. Jetzt muss ich sie auch wieder rausholen. Michael, ich habe endlich die chemische Zusammensetzung des Lacks analysiert. Es ist eine Substanz auf Polycarbonbasis mit hoher Molekulardichte und einer Struktur, die solchen Polymeren ähnelt, die... Komm schon, Partner, in einem Wort. Putzlack. Wie man ihn in einem Yachtclub verwendet? So könnte man sagen. Michael, Karen ruft gerade an. Ich lege es mit auf unsere Leitung. Michael? Ja, Karen? Martins Leute haben mich geschnappt, aber ich konnte entkommen. Sie haben mich... Wo bist du? Bist du verletzt? Ich habe nicht viel Zeit. Hör bitte zu. Sie haben mich verfolgt. Ich bin jetzt in dieser Lagerhalle am Hafen versteckt. Die Firma heißt Lutok. Beeil dich. Ich bin schon unterwegs. Kurz darauf erreichen Kit und Michael das Hafengelände. Michael, es ist niemand zu sehen. Warum halten wir hier? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Versuch mal, ob du ihren Standort bestimmen kannst. Es hat keinen Zweck, Michael. Zu viel Störungen. Hier liegt eine Menge Blei herum. Du fährst von vorne an das Lagerhaus ran und lenkst die Burschen ab. Ich komme von hinten und versuche, Karen rauszuholen. Aber hier drin wären sie sehr viel sicherer, Michael. Sicher und leicht zu finden. Denn mich wollen sie ja haben. Und in dir werden sie mich vermuten. Während sie sich auf dich konzentrieren, suche ich nach Karen. Mach deine Scheiben schwarz, Kit. Wir bleiben über Funk in Verbindung. Während Kit mit abgedunkelten Scheiben langsam auf die Lagerhalle zurollt, schleicht Michael um das Gebäude herum, auf der Suche nach einer Hintertür. Kit? Ja, Michael. Schon irgendwas zu sehen von den Typen? Negativ, Michael. Langsam habe ich das Gefühl, Martin macht hier sein Spielchen. Michael! Was ist los, Kumpel? Ein riesiger Gabelstapler kommt auf mich zu. Halt ihn in Atem, Kit. Ich brauche so viel Zeit wie möglich, um Karen zu finden. Jetzt sind es schon zwei Gabelstapler. Ich bin wirklich in Schwierigkeiten, Michael. Sie heben mich gleich hoch, dann haben meine Reifen keinen Bodenkontakt mehr. Und ich bin praktisch hilflos. Mach, dass du da wegkommst! Sofort, Michael. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin in eine Fallgrube gestürzt. Es war alles Absicht, sie haben mich geschnappt. Wo bist du, Partner? In einem Stahlcontainer. Ich werde versuchen, mit dem Turbo... Ich höre dich nicht mehr, Kit. Kit! Was ist los bei dir? Kit! 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 Wenig später sitzt Michael mit Bonnie und Devin im Sattelzug der Foundation, der als rollende Befehlszentrale dient. Sie müssen
müssen ihn mit den Gabelstaplern praktisch in diese Falle getrieben haben. Bonnie, versuch doch mal, ob du irgendwie Kontakt zu ihm aufnehmen kannst, damit wir wissen, wo er sich rumtreibt. Nichts. Aber das verstehe ich nicht. Selbst wenn Kids Sprachmodul ausgefallen wäre, würde sein Transponder immer noch ein Signal aussenden, das ich verfolgen könnte. Vielleicht wird das Signal von dem Stahlcontainer abgefälscht. Nein, leider kann das nicht sein. Sein Transponder-Signal kann Kid immer senden. Blei. Der Container muss mit Blei ausgekleidet sein. Deswegen hatte Kid auch gleich Probleme mit seinen Scannern. Erst Karen und jetzt Kid. Ich bin es doch, hinter dem sie her sind. Vielleicht sollte ich einfach zu Martin gehen, diesem Schleimer, und ihm einen Tausch anbieten. Ich gegen die beiden. Das ist sehr nobel, Michael, aber ich fürchte, das würden Sie nicht überleben. Ah, da! Es ist Kid. Er sendet. Wahrscheinlich packen Sie ihn gerade aus. Er muss irgendwo nordwestlich von mir stehen. Ja, nordwestlich! Wahrscheinlich auch irgendwo am Hafen. Sehr gut möglich. In den Daten, die wir vorhin über Martins Firmen bekommen haben, waren auch viele Unternehmen mit Standort im Hafen gelistet. Okay, ich bin schon unterwegs. Hey, aber womit fahre ich jetzt? Wir nehmen die Zugmaschine. Also... Devin! Also gut. Während Bonnie und Michael in Windeseile die schwere Zugmaschine abkoppeln, geht es Kit im Lagerhaus am Hafen schon an den Kragen. Diese schwarze Nuss knacke ich mir selbst. Geben Sie mal die Maschinenpistole her, Snyder. Nein! Der Wagen ist kugelsicher. Brech ihn auf, Snyder. Ja, Mr. Martin. Es geht nicht, Mr. Martin. Das Ding ist wie zugeschweißt. Machen Sie auf, Knight. Hören Sie! Oder wir töten das Mädchen. Nein, tu es nicht, Michael. Nicht aufmachen. Zum letzten Mal, Knight. Mach auf, oder sie stirbt. Nein! Na also, warum nicht gleich so? Man braucht nur das richtige Argument. Knight ist nicht drin, Boss. Was? Tolle Leistung, Julian. Deine Clowns haben ein leeres Auto entführt. Halt den Mund. Ich geh ran. Jetzt hör mal zu, Julian. Ich hab die Nase voll von der Warterei. Du hast in deinen ganzen Läden in der Stadt Bargeld. Ich will meine Scheine. Jetzt. Ich sagte, wenn Knight tot ist. Und ich sagte dir, was mit dem Beweismaterial passiert, wenn du nicht zahlst. Ich gebe dir noch bis heute Mittag. Basta. Der kleine Miskerl hat mich bei der Gurgel. Was hat man nun davon, wenn man jemanden aus dem Knast holt? Ich möchte ihm zu gern das Licht ausblasen. Ich habe die Adresse, mit der Kavanaugh telefoniert hat. Ist wohl seine Freundin, Jodie Hopkins. Jodie Hopkins? Kavanaugh, komm doch mal. Bitte. Ja. Ich habe Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Dein geheimnisvoller Freund im Hintergrund, das ist jemand, mit dem wir beide aufgewachsen sind, nicht wahr? Kann sein. Warum? Worauf willst du hinaus? Auf Erpressung. Jedes Mal, wenn du das Eisen um meinen Hals ein bisschen fester angezogen hast, erwähntest du diesen Freund. Natürlich bin ich daran interessiert, jeden Menschen kennenzulernen, der Beweise in der Hand hat, die mich für den Rest meines Lebens in den Knast bringen können. So? Dein Freund heißt Jodie Hopkins, habe ich recht? Du bist ein Genie, Julian. Sicher hast du auch schon gemerkt, dass ich deswegen nicht beim letzten Klassentreffen war. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du sie für dich behalten hast, Kavanaugh. Ich meine, Jodie Hopkins war immer eins von diesen ganz besonderen Mädchen. Soll ich ihr irgendwas ausrichten, wenn ich sie sehe? Wieso? Sagte ich das nicht? Ich habe gute Neuigkeiten. Und schlechte. Jetzt kommt die schlechte. Ah! Damit wäre das Kapitel Jeffrey Kavanaugh abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns nur noch um Jodie Hopkins kümmern. Snyder? Ja, Mr. Martin. Warten Sie noch ein paar Minuten, dann schmeißen Sie den Wagen in den Ozean. Lassen Sie Kavanaugh fahren und unsere Studentin hier darf auch mit. Nein! Aber klar. Wird erledigt, Mr. Martin. Bonnie und Michael sind inzwischen fast am Ziel.
Bonnie, die Lagerhalle da vorne. Das muss es sein. Fahren wir einfach durch das Tor. Bonnie, seit wann bist du denn so aggressiv? Ich möchte auch endlich mal was erleben. Immer bringst du die Schurken allein zur Strecke. Halt hier an, Bonnie. Okay. Kit, kannst du mich hören? Hörst du mich, Kumpel? Als wären sie ganz in der Nähe, Michael. Das bin ich, Partner. Direkt vor der Tür. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen dürfen. Wie sieht's da drinnen aus? Ist Karen okay? Ich glaube schon. Aber ich stecke schon wieder in diesem engen Container. Nicht mehr lange. Kannst du mir sagen, wie viele von Martins Männern da rumgeistern? 3, nach ihren Stimmen zu urteilen. Ich werde ein paar Minuten brauchen, um mit Position zu kommen. Halt dich bereit. Ich werde deine Hilfe brauchen. Selbstverständlich, Michael. Bonnie, du steigst aus und rufst die Polizei an. Aber ich... Einer von uns beiden muss es doch machen. Ach, okay. Ein paar Minuten später geht das Feuerwerk los. Michael durchbricht mit der Zugmaschine das Hallentor und Kit sprengt mit neuer Wachterkraft den Container. Endlich kann Michael Karen befreien. Bist du okay? Ja, ich bin okay, Michael. Aber Kavanaugh ist tot und Martin ist entkommen. Weißt du, wo er hin wollte? Ich erzähl's dir unterwegs. Fahr in Richtung Innenstadt. Wenige Minuten später rast Kit mit den beiden an Bord die Uferstraße entlang. Also, was wolltest du mir über Martin erzählen, Karen? Martin ist hinter Beweismaterial her, das ihn endgültig überführen könnte. Na, sowas habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Kavanaugh muss es benutzt haben, um Martin zu erpressen, dass er ihn aus dem Gefängnis holt. Wir müssen vor Martin da sein. Hast du eine Adresse? Er wollte zu einer Jody Hopkins fahren. Das ist alles, was ich weiß. Vielleicht ist das auch alles, was wir brauchen. Jody Hopkins, Partner. Ich brauche die Adresse. Schnell! Ich habe Jody Hopkins gefunden, Michael. Gut. Wie man es nimmt, ich habe 3 Eintragungen. In Bel Air, Beverly Hills und Southgate. Das macht die Sache jetzt natürlich kompliziert. Ich weiß nicht, ob das hilft, Michael. Aber ich habe mitbekommen, dass Jody und Kavanaugh in der gleichen Gegend aufgewachsen sind. Kavanaugh hat auf mich eigentlich nicht den Eindruck gemacht, als ob er in einem wohlhabenden Stadtteil aufgewachsen wäre. Kit, gib mir den direkten Kurs zu der Adresse in Southgate. Sofort, Michael. Während Kit den kürzesten Weg zu Jody Hopkins unter die Räder nimmt, steht Julian Martin schon bei ihr im Apartment. Was willst du, Julian? Um es kurz zu machen, Jody, dein kleiner erpresserischer Freund ist tot. Jeffrey tot? Nein, nein! Und du bist die Nächste, wenn du mir seine Aufzeichnungen nicht gibst. Aber ich habe sie gar nicht. Märchenstunde ist immer sonntags, Jody. Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie dir bestimmt nicht geben. Du tötest mich doch in der Minute, wo du sie hast. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, nicht wahr, Jody? Kurz darauf treffen auch Karen, Michael und Kit vor dem Haus ein. Ich kann Martins Wagen nirgends sehen. Taste mal die Gegend ab, Kit. Nach meinen Sensoren ist nur eine Person in dem Apartment. Eine Frau, die ziemlich aufgeregt zu sein scheint, aber unverletzt ist. Danke, Partner. Spitz die Scanner. Und du... Rührst dich nicht vom Fleck, ich weiß. Okay. Jody, wo ist Martin? Sagen Sie nicht, dass Sie ihm die Beweise gegeben haben. Ich konnte es gar nicht. Ich habe sie nicht. Sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin Michael Knight von der Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen. Wo ist er hingefahren, Jody? Reden Sie! Die Sachen sind in einem grünen 78er Chevy, im Kofferraum. Wo steht der Wagen, Jody? Ich sag's Ihnen. Michael und Karen müssen noch einmal quer durch die Stadt fahren, bis sie endlich das Parkhaus erreichen. Wo steht der grüne 78er Chevy? Westturm, 3. Stockwerk. Michael, du wirst den Wagen...
Wagen hier in dem engen Parkhaus noch an der Wand verteilen. Da passt Kit schon auf. Da vorne steht der Wagen. Ein grüner 78er Chevy. Aber Martin und Snyder sind nirgends zu sehen. Was ist hier los, Kit? Ich glaube, ich habe einen fürchterlichen Fehler gemacht, Michael. Sehen Sie bitte mal zum Nordturm hinüber. Noch ein grüner Chevy. Und da sind doch Martin und Snyder. Ich brauche sofort eine Nahaufnahme. Sie haben die Unterlagen, Michael. Bis unten holen wir die nicht mehr ein. Glaubst du, wir schaffen es, Kit? Das sind 3 Meter mehr als mein bisheriger Rekord, Michael. Ihr habt doch nicht vor, was ich glaube, dass ihr vorhabt. Rekorde stellt man auf, um sie zu brechen. Festhalten. Gib mir alle Turbo-Power, die du hast, Partner. Schon aus eigenem Interesse. Los geht's! Nein! Da! Mit einem gewaltigen Sprung setzt Kit über den Abgrund zwischen den beiden Parkhaustürmen. Was? Da kommt ein Auto geflogen. Was? Schnapp Snyder, Partner! Martin gehört mir! Hier geblieben, Martin! Los! Wissen Sie was? Ich kann die Überschrift der heutigen Abendzeitung kaum erwarten. Mich auch. Später stehen die ganze Mannschaft der Foundation und Karen um Kit herum. Kit war wie eine Gazelle. Was für ein Sprung. Aber das ist doch nicht der Rede wert. Du hast recht. Ja, so war das auch wieder nicht gemeint. Wie wird eigentlich die Überschrift Ihrer Doktorarbeit lauten, Karen? Michael Knight, der süßeste Kämpfer gegen das Verbrechen in ganz Amerika. Unter diesen Umständen sollte das Abschlussinterview auf einer privaten Party an Bord eines ganz privaten Segelbootes stattfinden. Aber ich kann nicht schwimmen, Michael. Ich glaube, du hast da was überhört, Kumpel. Privat. Ganz privat.